Ich lese aus Jakobus 5, der Abschluss, Verse 19 bis 20. Meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und jemand ihn zurückführt, so wisst, dass der, welchen einen Sünder von der Verirrung seines Weges zurückführt, dessen Seele vom Tode retten und eine Menge von Sünden bedecken wird. Das Ende vom Jakobusbrief ist sehr herausfordernd. Und du hast richtig gehört, die Bibel sagt, dass man sich soll ins Leben von jemand anderem einmischen. Und auch die 14. Predigt jetzt in der Reihe über den Jakobusbrief ist einfach auch wieder nicht so charmant. Und wenn Andreas Schenk gesagt hat, ja, der Stefan sagt, sei ein auserwartendes Thema, man hat es selber gewählt. Das ist immer so, wenn man sagt, miteinander diskutiert, auch bei der Gemeindeleitung, jawohl, wir nehmen den Jakobusbrief durch, dann findet man das immer so harmlos zuerst. Man kennt ihn ja, man hat ihn x-mal gelesen. Aber wenn man dann darüber predigen muss, das ist noch ein zweites Paar Schuhe. Das ist nicht das Gleiche. Im persönlichen Lesen ist es anders, als das von Leuten weiterzugeben. Und wenn es noch weit weg ist, der letzte Vers, die letzten zwei, das ist ja sehr weit, wenn man anfängt. Und in anderen Briefen hört es ja immer auf mit einem Segen und all diesen Sachen. Und da so abrupt. So einen Briefschluss, stellt euch mal vor, so einen käme dir rüber. Nicht einmal einen rechten Abschied am Schluss, sondern einfach nochmal. Gesagt ist gesagt. Ja. Es geht aber da in diesem Abschluss um, kann man sagen, Seelsorge. Es geht um das Thema Wort. Es stellt sich die Frage, wie kann man sich ins Leben von einem Menschen, von einem Mitchrist einmischen? Was ist angemessen? Was ist nicht angemessen? Es geht, ich habe es Wiederherstellung, um das geht es, das ist das Ziel, Wiederherstellung, dass wieder ganz wird etwas. Das ist das Ziel. Es gibt ein weiteres Fachwort dafür, dafür nennt man heute, das heisst korrektive Gemeindeseelsorge. Und das Wort, das vielen sehr bekannt ist, das ein bisschen älter ist und früher noch viel gebraucht worden ist und das teilweise ein bisschen Angst und Schrecken ausgelöst hat, das ist das Wort Gemeindezucht. Die einen mögen sich erinnern, das löst noch Gefühle aus, oder? Gemeindezucht. Also, ja. Es ist schon eine Frage, soll man sich einmischen? Wir merken, es mischen sich ja viele in unser Leben ein. Vielleicht, wir haben ja ein paar Kinder sind unterwegs, aber wir haben doch noch junge Erwachsene da, die noch daheim wohnen, die werden bemerken, dass sich immer noch die Eltern in ihr Leben einmischen. Das werdet ihr feststellen. Eltern, die sich ins Leben einmischen. Die klassischen Themen in dem Alter, ich weiss das, die klassischen Themen sind Zimmer aufräumen, man kann Sachen in die Abwaschmaschine nie tun, man kann aber eine Abwaschmaschine, wenn sie gelaufen ist, einmal ausräumen. Einfach all diese Themen. Man kann die Wäsche in die Wäschküche tun, man kann es richtig Ort tun. Man kann auch, wenn man selber wäscht, vielleicht die Wäsche nach 5 Tagen mal abnehmen, damit andere Platz haben und so weiter. Das sind Themen in dem Alter, wo sich die Eltern einmischen. Und noch diverse andere. Vielleicht kennen ihr die. Ja. Bei Kleinkindern sind es anders, aber so, wenn dann Kinder teilweise erwachsen sind, mündig, aber dann und im gleichen Haushalt sind, gibt es so Themen. Da mischt man sich ein. Was wir derzeit erleben, ist auch, dass sich der Staat massiv in unser Leben einmischt. Und je nach Situation findest du das angemessen oder nicht angemessen. Wie der Teenager auch findet, 5 Tage frische Luft für meine Wäsche ist gut. Ja, in der Wäschküche. Ja. Das kommt sehr auf den Standpunkt drauf an. Und auch bei uns im Kehlhof haben wir ganz verschiedene Ansichten.
Wenn sich der Staat einmischt, der Staat gibt sich ein, müssen wir jetzt strenger sein als die Regeln? Oder müssen wir nicht? Wie sieht es mit den Empfehlungen aus, die Sachen, die empfohlen werden, effektiv empfohlen? Was gilt jetzt da? Alles schwierige Fragen, kann man unterschiedlich anschauen. Und wir merken, plötzlich mischt sich der Staat ein und alle mischen mit. Und es wird gar nicht so einfach. Aber wir sind gewöhnt, dass man sich ins Leben von anderen einmischt. Also wir erleben es derzeit. Es wird eingemischt, unser Leben. Es ist nicht mehr alles wie vorher. Und das Ziel von dem, da bin ich überzeugt, dass ich mische, jetzt auf dem Staat, damit er noch konkret gesagt ist, der Staat, ich bin überzeugt, sie wollen das Beste für uns. Da bin ich jetzt überzeugt. Andere nicht, aber ich bin überzeugt, sie wollen das Beste für uns. Da glaube ich. Ob man zu dem gleichen Schluss kommt, das sind andere Fragen, aber sie wollen das Beste. Es ist ein brisantes Thema. Ich betrachte es heute mit Respekt. Ich hätte lieber so eine Highlight-Predigt, so eine optimistische am Schluss vom Jakobusbrief gehalten. Und ja, er ist einfach sehr praktisch und wir haben ihn durch und dann kann er wieder ein paar Jahre auf die Seite legen. Das ist ja auch gut. Wiederherstellung. Es geht ja darum, dass man Christen wieder in die Gemeinschaft zurückführt. Das ist das Kernthema von diesen beiden Versen. Heute auch hochaktuell, wo man auch hört, dass Christen, wie sich daran gewöhnt haben, manche haben sogar gesagt, man ist ein bisschen faul geworden. Ja, ist alles so bequem. Und ich will jetzt niemandem, ich weiss, wir haben da Zuschauer zuhause, ich habe vor allem am Handy geschaut, ich sehe immer, wie viele das live zuschauen. Und es sitzen ein paar vor dem PC, willkommen. Und vielleicht gibt es für dich Gründe, du kannst gar nicht dabei sein oder du hast wirklich Quarantäne oder Sorgen oder Ängste oder Sachen, die du erlebst. Aber das ist die eine Seite, aber dann gibt es auch vielleicht solche, die sagen, eigentlich ist es einfach bequem. Aber ich muss dir Mut machen, zurückzugehen in die Gemeinschaft, wie das auch in diesem Brief innen ist. Gemeinschaft ist ein zentraler Wert in der Bibel. Und da ist das Ziel von dem Text. Allein kann man sich auch verirren. Jakobus ist ja damals ums Jahr 50 nach Christus Leiter der christlichen Gemeinde in Jerusalem gewesen. Und die Situation von unserer Kultur in der Schweiz ist in Jerusalem völlig verschieden. Jerusalem war damals eine sehr konservative Stadt, mit engen Maßstäben, engen Regeln, wenn man sich verhaltet. Da merkt man auch bei Jesus, oder, wenn er angeschaut worden ist, mit dem Schabbat, wie man umgeht, all diese Fragen, sehr herausfordernd. Also er ist sofort ist mit der Gotteslästerung bezichtigt worden, Gefahr, Versteinigung, all diese Sachen, also hochreligiöses Thema. Ein enger Rahmen. Und man wird denken, in einem engen Rahmen kann man die Regeln gar nicht überschreiten. Stimmt nicht. Auffallenderweise, meine Erfahrung ist, Leute, die ganz enge Rahmen haben, dann passiert einfach alles im Geheimen und versteckt. Aber es passiert. Und meistens dann noch, das war meine Erfahrung. Und wer dann ein persönliches Beispiel will, kann zu mir kommen, die erzähle ich nicht, die lenken zu fest ab. Teilweise noch viel schlimmer, als man sich vorstellen kann. Enger Rahmen schützt nicht. Jakobus 5,19 heißt: Meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt. Wenn korrektive Seelsorge damals in dem engen Rahmen notwendig war, wie viel mehr in unserer Gesellschaft, selbst in unserem beschaulichen Thurgau. Und die Bibel ist ja sehr transparent, wenn es um Probleme, Schuld, Sünde in der Gemeinde geht. Korintherbrief, zwei Briefe, die handeln mehrheitlich von Konflikt und Machtkämpfen und ethischen Fehlverhalten. Obwohl das viele Perle so gern nehmen, 1. Korinther 13, als Hochzeitstext, aber wenn man sich ja real überlegt, das hohe Lied der Liebe steht in einem Brief, wo es um lauter Streitereien geht. Und dann wählt man so ein Kapitel für die, ja, also so einen Brief, ja, wo eigentlich nur gestritten wird. Also eben, ist noch ein bisschen charmant, aber ja. Aber vielleicht hilft es ja dann, ja, genau. Aber da ist der Korintherbrief. Und der Paulus redet auch korrektiv ins Leben hier noch viel mehr als jetzt Jakobus. Jakobus hat in der Kurzform.
denn Christen in Korinth, die brauchen viel mehr Korrektur. Und unsere Kultur in der Schweiz ähnelt viel mehr Korinth als Jerusalem. Viel mehr. Korinth war damals im Jahr 50 im Römischen Reich die verrufenste Stadt. Gesetzlos, Nachjagen nach Geld, Erfolg von Sex besessen, das war die Situation. Das ist Korinth. Und wenn man jemanden beschimpfen wollte, dann hat man gesagt, du bist ein Korinther. Also, du bist völlig daneben. Es hat effektiv im Griechischen das Wortspiel gegeben und die Bezeichnungen für Leute außerhalb der Bibel. Ein Korinther, das ist also wirklich absolut ein verwerflicher Typ. Ich weiss nicht, wenn man da bei uns, den wir manchmal den Leute, die rassistische Leute so bezeichnen, oder? Auch mit Ausdruck. Aber da, wirklich Korinther, sehr bekannt. Und die gute Nachricht ist, viele von diesen Korinther sind Christen geworden. Viele. Und Christen, wenn sie zum Glauben kommen aus einer heidnischen, säkularen Kultur, dann kommt das in die Kirche nie. In die Kirche. Im Jakobusbrief, Vers 9, Kapitel 5, Vers 19, am Anfang heißt es ja, heißt, meine Brüder, wenn jemand unter euch und so weiter. Es geht bei diesen Sachen vor allem zuerst einmal bei dieser ganzen korrektiven Seelsorge um Gemeinde intern. Um Menschen, die ihr Leben Jesus Christus anvertraut haben, die gesagt haben, ja Jesus, du bist mein Herr, dir folge ich nach, die sich taufen lassen haben, all diese Schritte gemacht haben und sagen, ja, ich will mit dir unterwegs sein. Um die geht es zuerst. Darum kommt ja die Anrede, der Plural, den ihr x-mal schon gehört habt, wo ja die Elberfelder mit meinen Brüdern untersetzt, aber könntest auch meine Schwestern, weil Griechisch ist neutral, dort der Plural. Also Geschwister wäre auch gut. Machen wir in der Bibel auch. Und jetzt, die korinthische Gemeinde, dort sind sie zum Glauben gekommen. Und die Leute sind zum Glauben gekommen, obwohl ihren Lebensstil ja völlig so war wie uns, oder? Erlebe etwas, mache etwas. Und die sind zum Glauben durchgebrochen zu Jesus. Die innere Lehre ist geblieben. Und darum machen wir zum Beispiel eben den MyLife-Workshop, weil wir glauben, auch da in Berg, im Thurgau, an Menschen, wenn sie nach außen alles erfüllt sind und alles erleben, das Innerste im Herz bleibt unerfüllt. Aber da muss zuerst führen kommen, wenn jemand will sagen, das Innerste ist unerfüllt, sagt er nein. Aber dann nimmt er vielleicht teil an dem Workshop und sein Herz geht langsam auf und er entdeckt Sachen, die er vorne gar nicht entdeckt hat. Wenn Korinther Christen geworden sind, da merken wir, und ich bleibe ein bisschen dort, weil diese Kultur da eher korinthisch ist, dann sind sie sehr aktiv. Die sind brillant, begabt, auch Geistesgabe. Wahnsinnig, was da abgeht. Begabte Gemeinde. Sie wollen die Welt verändern. Sie engagieren sich. Aber sie haben auch unglaublich viele Probleme. Korinther. Sie haben alle möglichen Streitereien gehabt. Die einen sind für den, die anderen für den, Parteien. Sie haben miteinander gestritten. Oder, ein Beispiel, 1. Korinther 5, ein Mitglied der Gemeinde ist zum Glauben an Jesus und der hat eine Affäre mit der Frau von seinem Vater. Sie haben richtig gehört. Also jemand kommt zum Glauben bei uns und der hat plötzlich eine Affäre mit der Frau von seinem Vater. Man ist nicht ganz sicher, ist jetzt Inzest seine Mutter, weil die Frau des Vaters steht, oder ist die neue Frau vom Vater gewesen. Das wird bei uns überhaupt keine Welle schlagen, oder? Sehr. Das sind die Probleme. Das heisst sogar so, dass sich die Öffentlichkeit nach dem Korintherbrief hat sich sogar daran gestossen, wie die Christen sind. Also sogar Korinther selber haben gefunden, ja, da ist jetzt des Guten zu viel. Da geht jetzt gar nicht. Ein Skandal. Oder eine weitere Sache. Da war die Frage, können Christen, wenn du zum Glauben kommst, wo früher noch Partys und Feste gefeiert haben,
könnt ihr gehen und mit den anderen zu einer Party gehen, wenn da das Fleisch in einem Götz zuerst geopfert wird. Also dann bist du dort und dann wird das Schwein oder das Kälbli oder das Rind wird geschlachtet und dann wird das zu Ehren von irgendeinem Götz geschlachtet und dem gewidmet und nachher zusammen verspeisen. Darf ein Christ an solche Partys gehen? Da wird im Korintherbrief diskutiert. Also, herausfordernd, ja. Der Martin Lloyd-Jones, der ja eher konservativ ist, und den ich aber gerne lese, der sagt, es gibt nur sehr wenige christliche Gemeinden, die lebendig genug sind, um die Korintherbriefe überhaupt lesen zu müssen. Das ist ein bisschen kompliziert. He? Ich lese ihn jetzt nochmal. Ich denke, hey, das ist eine komische Aussage. Es gibt nur sehr wenige Gemeinden, die lebendig genug sind, um die Korintherbriefe überhaupt lesen zu müssen. Er sagt, damit, Martin Lloyd-Jones, die durchschnittliche Gemeinde, wo fast keine Leute zum Glauben kommen, aus der Gesellschaft, die muss ich gar nicht lesen, weil die hat die Probleme gar nicht. Die hat die Herausforderung nicht. Und er sagt, sie ist nicht lebendig genug, damit sie die Probleme erlebt. Nicht lebendig. Ich selber habe gemerkt, eigentlich ist man ja immer froh, wenn alles ruhig bleibt und man keine so Herausforderungen hat, Parteien, eben so wichtige ethische Fragen. Ich habe schon gehört. Ja, aber jetzt kommen wieder so Leute und dann hat man wieder Schwierigkeiten mit denen, die sich anpassen und wissen nicht, wie es läuft. Ja, genau. Ja. Da ist es so. Aber lebendig genug zu sein. Sobald wenn das Evangelium weitergeht und Leute kommen, gibt es halt Probleme. Andere, als man sonst hat. Aber man hat ja immer. Aber die gibt es. Und so ethische Fragen, die vorhin einfach klar gewesen sind, werden daran im Vorderen. Dann ist es vorbei mit dem Frieden. Und wir selber, glaube ich, müssen wissen, vital genug sind und kein Problem haben. Ist nicht ein Zeichen von Vitalität. Sondern Vitalität ist, Menschen kommen zum Glauben, es gibt immer wieder neue Fragen, sie sind unterwegs, man hat Parteien, Auseinandersetzungen, man muss zusammen einen Weg finden. Die Lebendigkeit, in dieser Situation sind wir. Weil wir sind in einer heidnischen Gesellschaft, nicht in Jerusalem, wo enge religiöse Regeln gehabt im Jahr 50. Wenn, wir sind nicht in Jerusalem, sondern wenn eine israelische Stadt nehmen, dann wenn der Tel Aviv nehmen. Das ist nämlich die Partystadt in Israel. Das ist ein riesiger Gegensatz. Ja. Dann sind wir dort. Die ethischen Werke sind bei uns am Wanken. Definitiv in der Gesellschaft. Die werden uns abprägen. Auch wenn Menschen zum Glauben kommen. Die bringt man mit. Und es ist wichtig. Die sollen zum Glauben kommen, sollen trainieren finden. Und es ist nicht schlimm, wenn man das angehen müssen. Es ist nicht schlimm, wenn man so Fragen klären muss. Und bei der Wiederherstellung geht es darum, dass man die Christen unterstützt auf dem Weg. Nur eben die Herausforderung ist, da bei der Wiederherstellung, da sieht man, jemand hat ein Problem, aber er selber merkt nicht, dass er ein Problem hat. Das ist ja die Situation. Wie mischt man sich denn ein? Es wäre ja einfach, wenn jemand sagt, in der normalen Seelsorge, du, ich habe eine Herausforderung, eine Schwierigkeit, bitte hilf mir, wie will ich das lösen? Aber wie mache ich das bei der Person, die sagt, nein, eigentlich ist alles gut? Viel schwieriger. Auf jeden Fall eins, was ich sagen bei dem ersten Punkt. Bett darum, dass wir genug lebendig sind, um diese Schlamassel zu erleben. Fang an beten. Dass Menschen dazu finden. Lieber diese Schlamassel erleben und lebendig sein, als einfach so dahin gehen und anders lösen. Ehrlich gesagt. Das ist meine Ansicht. Man kann es auch anders sehen. Zweitens, die Wissensart, wie Menschen weggehen, man entfernt sich von Jesus Christus schleichend.
Vieles passiert schleichend. Das heißt im Vers 19, meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt. Also die Wahrheit ist das Leben als Christ, wenn man soll unterwegs sein, ist das Abirren. Also man meint ja dann schon, man ist richtig. Das ist wie jemand, der sich verirrt und nicht mehr weiss, wo du, wo vielleicht die Landkarte, die Stadt, der Stadtplan, da passiert, das ist ein häufiger Fehler von Stadtplanleser, dass der Stadtplan verkehrt hebt. Zum Glück kriegt das Handy, gell, wo es Anweisungen gibt. Aber früher ist das noch oft vorgekommen, dass Leute 180 Grad verkehrt gelaufen sind. Ja. Stadtplan verkehrt gehebt. Ich habe letztens auch mal gemeint, mein Hund, mein Jagdhund, sei die andere Seite im Wald, ich habe das Handy verkehrt gehebt. Da war ich an einem anderen Ort gewesen. Der hat auch einen Trecker. Ja. Aber da ist... Nein, den doch noch gefunden. Ja. Aber der Irrtum, oder? Ein Irrtum lässt einem abweichen, wenn man sich irrt. Es gibt ein Muster. Und ich frage mich noch, was ist das? Das Muster, das da ist, nach 25 Jahren, oder jetzt sind es glaube ich 7 oder 28 Jahre, wo ich im Dienst bin, einfach über 25 Jahre. Was sind die Sachen, die ich merke, am überlegt, wo Menschen am meisten abirren? Diesen Jahren. Das Erste ist für mich, wenn ich merke, wo Christ abirrt, ist bei der Bibel. Dass man nicht mehr liest und es nicht mehr redet. Oder noch nie gelesen hat. Ich höre oft, ja, ich bin kein Leser. Ja, das mag stimmen. Aber fang an. Lies eine Minute am Morgen. Ganz wenig. Oder 5 Verse oder 10 Verse. Stell halt den Timer am Handy. Eine Minute. Lies mal und bitte, dass Gott redet. Und dann machst du vielleicht 2 Minuten draus. Fang aber an. Und lies, du brauchst Gottes Wort. Da gibt Orientierung und das ist lebendig. Und das hilft. Teure Menschen ab. Wie die Bibel. Oder wenn man etwas nicht versteht. Dann befindet ihr, das kann nicht stimmen. Oh, die Bibel wird man nie ganz verstehen. Du wirst immer alles wieder neu entdecken. Die Bibel ist Gottes Wort. Wenn du alles wirst verstehen, wärst du Gott. Und das ist definitiv ein Irrtum. Ja. Das wirst du nicht. Dann, was mir immer wieder begegnet, unter Christen selber, ist das Thema Vergebung. Auch wenn man lange in einer Gemeinde miteinander unterwegs ist, wir können nur mit Vergebung leben. Vergebung heisst ja, dass wirklich etwas vorgefallen ist. Und dass man muss den Schritt Vergebung. Ich vergebe dieser Person. Jesus, hilf mir. Hilf mir, dass mir den Magen nicht zusammenzieht. Jesus, hilf mir, dass ich ihr wieder normal begegnen kann. Jesus, hilf mir, dass ich die Person in eine Box tue vom Verhalten. Jesus, hilf mir. Das ist oft recht herausfordernd. Vergebung. Geht den Weg von der Vergebung, bittet Jesus. Je länger wir dabei sind. Sonst, wenn man nicht vergibt, dann wird man verhärtet. Wenn man verhärtet wird, wird man irgendwann zynisch. Und man sucht sich zurück als Selbstschutz. Vergebung. Und der Schlüssel, das Schönste ist, wenn Versöhnung möglich ist. Mit der Person. Das ist dann das Tüpfel darauf ein, wenn der andere, wenn man miteinander richtig kann, begegnen. Versöhnung braucht es immer zwei, bei Vergebung braucht es nur einen, aber Versöhnung braucht es zwei, das kann man nicht machen. Da ist man vom anderen abhängig, da kann man nur beten, dass es möglich wird. Dann, was auch kommt, Gemeinschaft wieder verloren. Ich finde, dass unsere individuelle Kultur so in, oder? Früher noch, weiss ich noch, wenn man ein Familienfest gemacht hat, den Geburtstag, ich bin vor lieber 30 Jahre, oder ja, wie viel, nein, ja, 34 Jahre, ja, einfach schon lange her zum Glauben gekommen, in einer FEG. Wenn man dort ein Fest gemacht hat, dann haben wir zuerst immer alle in den Gottesdienst geladen und dann das Fest gemacht. Das war normal. Dann haben alle sind gekommen, die ganze Verwandtschaft, alle auch, die Jesus keine Ahnung haben und mehr gefeiert. Die Gemeinschaft hat so einen hohen Wert gehabt. Heute sagt man, ja, dann mache ich halt den Brunch am Sonntagmorgen, Brunch ist schön. Und ich frage mich, da ist der Wert
hat sich da verändert? Ich weiß auch nicht, was jetzt genau, aber ich selber bin nicht, ich esse auch nicht gern Brunch, da muss ich auch noch ganz ehrlich sagen. Ja. Darum tue ich überhaupt nicht gern Brunch. Ich finde, das ist, ja. Meine Frau liebt das Brunch, aber gegensetzt sichert sich an. Ja. Ja. Darum der Wert der Gemeinschaft. Ich stelle das einfach dort fest. Der Wert der Gemeinschaft. Wie hoch ist er? Dem war immer wieder jeder bei uns in unserer reichen Schweiz das Wohlstandsevangelium. Immer wieder. Wenn du richtig glaubst, wirst du reich. Gott wird dich finanziell segnen. Gott wird sagen, hallo, wir leben in den höchsten 2-3% von dieser Welt hinein. Jeder von uns. Jeder. Wir sind unglaublich gesegnet und jetzt muss noch mehr kommen. Und wenn du richtig betest, dann wirst du reich werden. Natürlich hat Gott Menschen gesegnet, dass sie reich geworden sind. Ja, aber einfach das, Gott das Mittel zum Reichwerden. Nein. Es gibt arme Christen, die treu den Glauben leben, eben, die im Gefängnis sind, wo wir gehört haben. So viel derzeit. Das ist das falsche Pferd. Oder Gott heilt immer. Das gehört auch dort hin. Natürlich habe ich Heiligen erlebt. Haben wir erlebt. Aber das ist nicht immer. Mehrmals ist nicht geheilt worden. Das war ja letzten Sonntag das Thema. Diese Fragen müssen wir uns stellen, aber wir wollen gleich für Kranke, dass Gott sie heilt. Das ist für mich, ich freue mich immer über jedes Wunder und Staunen über Gott, wenn er handelt. Aber da heisst es Nein zu sagen. Oder Allversöhnung. Alle kommen irgendwie in den Himmel. Das ist für mich schwierig, weil die Bibel etwas anderes lehrt. Und was weiter ist, eine Gleichgültigkeit gegen die Gesellschaft, das ist immer gefordert. Man ist so selber mit sich selber beschäftigen, mit seiner kleinen Welt, aber als Gemeinde. Dabei aussetzt so viele Menschen. Das Objekt der Wiederherstellung ist jeder, der sich entfernt von Gott oder von der christlichen Gemeinschaft, vom Leib Christi. Und zum Anklopfen und etwas sagen, bin ich nicht ich allein zuständig, weil ich selber mache das ja nicht gern. Vielleicht gibt es Leute, die begabt sind in dem. Ich mache es nicht gerne, aber wirklich Jesus beten, mit jemandem reden und korrigieren, das ist echt schwierig, finde ich da nicht auf. Ich frage jetzt nicht, wer hat das schon gemacht. Ja. In der Ehe macht man das vielleicht eher und in einer Partnerschaft, aber sonst bei jemandem. Herausfordernd. Da ist aber jeder gefragt, wenn du siehst. Und der Stil, seelsorgerliche Hilfe, Vers 19, Verehrte, brauchen die Führung. Es heißt ja so, meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und jemand ihn zurückführt. Das heißt also, es führt den jemand zurück, ist näher unterwegs. Nicht, jetzt habe ich es ihm aber ihr gesagt. Das genügt. Sondern das heißt ja vielleicht sogar Zeit verbringen. Und manchmal, mir jetzt mal sogar sagen, mein Leben, muss ich noch die Person noch relativ weit raus begleiten, wo ich gar nicht finde, ja, jetzt sollte man dann schon mal umkehren. Ja? Und du bist relativ lang unterwegs in der Gemeinschaft, bis die Person dann zurückkommt. Das ist ja nicht ein Zeitfaktor drin. Für mich ist das eine Dynamik, einen Weg zu gehen, seelsorglich zu begleiten, nicht einfach den Kontakt abzubrechen, sondern unterwegs zu sein, weiter zu beten und den Weg zu gehen. Und das Ziel ist, zurück in die Gemeinschaft zu führen, die Person. Gemeinschaft mit Jesus, mit seinem Leib, wieder retour. Aber das ist nicht einfach punktuell. Das ist dynamisch. Auch hier in der Bibel. Was mir auch noch auffällt, natürlich es ist das sehr schmerzhaft, das Ganze den Menschen zurückzuführen. In dem Text ist ja eine Frage, von der Verlorenheit, Gott, ein Christ verloren oder nicht, das gibt ja verschiedene Texte. Ich weiß jemand, ist der überhaupt noch Christ, wenn er den Weg geht? Ich selber bin der Überzeugung, da wären jetzt auch wieder 4 Bibelübungen, dass ein Mensch, der sein Leben Jesus gegeben hat, immer mit Jesus bei ihm im Herzen sein. Aber ich vergleiche es mit dem Bild vom Spurgeon, der hat gesagt, ein Christ ist einer, der auf einem Boot ist, der ist eingestiegen, mit Jesus unterwegs geht, Richtung Himmel. Aber wenn er sich von ihm entfernt,
Dann geht er vielleicht vom Oberdeck aufs Unterdeck eben und bricht sich alle Knochen. Und ist dann vielleicht im Lazarett am Schluss. Und manche bleiben vielleicht bis zum Schluss in dem Lazarett. Das Bild, mir hat jetzt das gefallen. Aber die Dynamik können wir nicht lösen. Das sind auch wieder so Spannungen, die beiden in der Bibel. Aber das Bild gefällt mir. Und da erleben wir auch Menschen, die im Lazarett sind, die man besuchen, wo man so unterwegs ist und einfach nicht aufgibt, dranbleibt. Das gehört auch dazu. Es heisst, und das ist jetzt der Abschluss, Jakobus 5, Vers 19 bis 20. Das ist im Jakobus ein Segenswunsch für uns. Meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und jemand ihn zurückführt, so wisst, dass der, welcher einen Sünder von der Verirrung seines Weges zurückführt, dessen Seele vom Tode erretten und eine Menge von Sünden bedecken wird. Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns hilfst. Ich bitte dich um die Lebendigkeit vom Glauben, die wir brauchen. Und ich bitte dich um deine Liebe für Menschen, wo wir merken, die sind jetzt einfach unterwegs. Irgendwo. Ich bitte dich, dass du redest, wenn du auch hilfst, mir, jedem Einzelnen von uns, wenn wir jemanden kennen und wissen, mein Auftrag ist jetzt, an die Zeit zu stehen von dem Menschen. Unterwegs zu sein, dass er zurückkommt in die Gemeinschaft, die wir um Austausch von dir, um Liebe, um Weisheit und um Kraft. Und danke, dass du da hilfst. Danke auch für den Jakobusbrief, der herausfordernd ist, wo wir durchgehen können. Danke für die Zeit so. Und ich bitte dich, dass du einfach uns alles hilfst, dass wir als Gemeinde Lebendigkeit erleben können, Vitalität. Und eben halt ein Stück weit die Korinther-Probleme, weil Menschen dazukommen. Danke, dass du uns dabei hilfst, unsere Einheit bewahrst und uns stärkst. Amen.